Ja, und dann sind wir jetzt hier auch wieder zurück bei Randall's Monday. Und ach, ich habe ja ewig probiert und ewig geguckt, aber auf die Idee. Ich wollte immer was reinschmeißen, ja. Und auf einmal sehe ich hier Drehfuß. Und ja, hauen wir doch mal den Kaugummi auf den Drehfuß, damit das nicht wieder zurückschnackt. Das ging ja vorher nicht weiter, das war ja die einzigste Möglichkeit. Oh Mann, So. endlich. So, jetzt haben wir den Dolch. Kann man jetzt mit ihm das? Muss er nicht unbedingt Ach, komm Alkohol? schon. Das ist Matt. Das kann ich nicht machen. Aber vielleicht kann Matt jetzt mitkommen. Matt, komm schon, die pa Du kennst ja mal sind. Okay. Okay, das also nicht. Dann gehe ich mal runter. Hätte es aber ruhig mal umbringen können. Kann ich ihm den Dolch? Der Dolch muss jetzt für irgendwas gut sein. Tut mir echt leid, Mary. Was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen? Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Jetzt wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger! Du wolltest mich umbringen! Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab Sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal. War das ein Theaterdeutsch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sich nur wie ein Zirkusfreak. Verdammt! Das ist real! Das ist wirklich real! Es ist Realität! Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für all das hier ist. Ha. Deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht! Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Am besten mal den reinstoßen. Ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Jupp. Tja, Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch darunter gehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so. Nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt. Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie. Krieg ich grad Hunger und als Sie gerade. von Aliens entführt wurden und Sie fliehen konnten, indem Sie sie mit Ihrem treuen Barbecue-Matic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie Wie selbst wissen. Sie zweideutig. können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Ach, kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho.
Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Mary. Und blicken Sie nicht zurück. Vor allem das jüngste Gericht des Wywitz. Jetzt geht er echt da runter, krass. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Mary aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Mary! Wie geil. Und er bleibt wirklich noch so stehen. Hier ist Mary! Und jetzt fick mich von der anderen Seite! Mary! Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett! Coole Sache! Verdammt richtig! Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Mary! Ziehen wir's durch! Bitte sehr, der Grill. Super Mittagessen! Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Ah, sehr gut. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig. Das Essen. Das holen wir jetzt. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bringen bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und, wenn ich euch fragen dürfte, wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. Na dann, das nehmen wir mal mit. So. Genauso habe ich mir das gedacht. Und ja, ich sag mal. Tut mir leid, Matt. Niemand will diesen Scheiß haben. Hey, doch. Niemand will... Matt, komm schon, die Party auf dem Dach, das wird der Hammer. Du kennst ja meine Bitte, diese Bedingungen... Okay, okay. Und nun? Das... Ein Becher für Rizinusöl. Ich dachte, damit können wir jetzt Matt irgendwie fertig machen. Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur verspotten willst, hau lieber ab. Okay, Kumpel. Hier. Ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Na dann, Becher's weg. Ehrlich? Ja, es hat jedenfalls geholfen, als Morte meine tote Ratte gefressen hatte. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll das sein? So, und jetzt? Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Boah. Aber, Junge. Du sagtest, das soll helfen. Und du sagtest, du wärst mein Orakel. Ob der gleich eine Bierflasche rauskotzt? Was? Ich nehme mir mal ein bisschen davon, okay? Ja, dann viel Spaß dir noch. Der kann ruhig weiterkolzen. Vor allem, nimm das jetzt mit? Da war schon auf dem Becher drauf? Becher mit Zombie-Kotze. Alter, ich war mal zu frei und hab dein Glas voll gemacht. Also, gehen wir zu der Party? Das war doch der Plan, oder? Na dann, Hast Matt. Du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Nee, das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezial. Oh, das ist eklig. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingespuckt. Oh, nö. Ehrlich?
Ja, Mann, was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Na dann, nach dir. So, mit. Attacke! Randall? Wo ist die Party? Naja. Aber ein Würstchen ist da auf dem Grill, sehr gut. Ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Ja, einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hunden oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrung, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich Auto-Target aktivieren? Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen. Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine Socke? Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Ja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke geht gar nichts. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Was? Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly-Effekt gesehen? Wenn du die Socke mitgenommen hättest, hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit dem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double-Jump-Skills. Double-Jump? Ja, Double-Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in dem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger abfällt. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay. Gut, ich hab die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben den Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, rüstet sie unsere Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Wir sollten das Portal nur in extremen Notfällen benutzen. Also sei vorsichtig, Presto. Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Da werde ich sicher desintegriert oder so.
Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Gut. Hinein, Randall! Und hoffen wir mal, dass alles gut ist. Oh. Ich glaub's nicht. Ich bin noch ganz. Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave. Im Moment interdimensionaler blinder Passagier und ab sofort Raumzeitgestrandeter. Was? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, Wurst hat zwei. So wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung, was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit? Etwas früher, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Wow, Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten, jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Erzähler, aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische ab. Aber dann haben wir uns zerstritten, obwohl... So unter uns? Ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mehr so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier, nimm das. Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. Was soll das sein? Ein Bart? Okay, dann rein in die... Oh, wir können auch hier laufen lang. Können wir überall hingehen? Nein, nur die Bar. Etwas früher. Wir hätten auch in den Seitenangang eigentlich reingehen können, aber naja, ist ja wurscht. Da hinten knutschen welche. Der Pastor ist da. Okay, da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. So komisch das klingen mag. Na dann. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine Umstände macht. Oh oh, ach du Scheiße. Oi, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier keine Option, okay? Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist zu riskant. Eine falsche Aktion und bumm! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu biegen. Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus. Zwei Randalls an ein und demselben Ort könnte verdächtig wirken. In Ordnung. Na gut. Komm mit Elaine reden. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja, was nehmen wir denn Schönes? Ist die Sonne gerade aufgegangen? Oder ist das nur dein Lächeln? Das muss wohl die Sonne sein, weil ich wildfremde Typen nie anlächle. Das war fies, aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ja, der war gut.
Also, nenn mich misstrauisch, aber du siehst aus, als kämst du gerade aus dem Knast. Was? Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Hm. Mein Bares? Ich wusste es. Sieht das hier für dich wie die Wohlfahrt aus? Tja, nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Wer? Na, dieser Wichser da an der Bar. Randall? Und was genau hat er gesagt? Tja. Er sagte, Er sagte, dass ihr zwei schon 3 Jahre eine geheime Affäre habt. Er hat was gesagt? Ja, ich habe nicht nach mehr Details gefragt, weil ich ja kein Perversling bin, aber wer weiß, was der sonst noch alles rumerzählt. Entschuldige mich mal kurz. Was ist denn bei dir kaputt, Randall? Hey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß, was du rumerzählst. Was? Dass Sharknado gar nicht so schlecht ist, wie die meisten glauben? Hör zu, du hast schon so einiges abgezogen, seit ich dich kenne, und ich habe immer ein Auge zugedrückt, aber... Diesmal hast du es zu weit getrieben, Randall. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Was habe ich gemacht? Na, du läufst rum und erzählst Leuten, wir wären zusammen. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich habe es gerade erfahren und ich find's nicht witzig. Willst du dir ein lebenslanges Lokalverbot einhandeln oder was? Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich erzähle schon nicht mehr, dass wir zusammen sind, seit du mir den Drink spendiert hast. Du weißt schon, der sich dann als Batteriesäure rausgestellt hat. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Elaine, ich schwöre, das muss ein Missverständnis sein. Okay, dann ist ja gut. Okay, das bringt nichts. Können wir hier hoch auf die Toilette gehen?